So, Hero Maniacs, ich begrüße euch zurück zu einer weiteren Folge Punch Club und wie letzte Woche schon angekündigt, habe ich mich umgeschaut und habe einen Sendeplatz für Punch Club endlich gefunden, damit wir zumindest eine Folge pro Woche hinkriegen, die aber ein bisschen länger sein wird als früher, wo Folgen mal so 10, 15 Minuten waren. Ich denke, die 20 Minuten werden wir immer knacken und ab sofort jeden Sonntag eine Folge Punch Club. Gut, soviel dazu. Wie letzte Woche schon angekündigt, habe ich ein wenig trainiert, damit wir hier aus Russland rauskommen und damit im Rahmen der Transparenz ihr das seht, ich habe Stärke auf 13 erhöht, Geschick auf 11 und Ausdauer auf 7. Das Besondere ist, dass ich mir im Skilltree beim Weg des Bären jetzt diesen, das Muskelgedächtnis gekauft habe. Das bedeutet, unsere Stärke fällt nicht mehr unter 13. Ich finde, das ist ganz wichtig und das war auch wichtig, während ich trainiert habe. Und wir werden jetzt uns wieder dem Kampf stellen und hoffentlich hier aus Russland endlich rauskommen. Okay, wenn du glaubst, dass du bereit bist zu kämpfen. Viel Glück, ich glaub an dich. So, okay, neuer Versuch gegen Ivan Gief. Ich denke, wir lassen alles so, wie wir es beim letzten Mal hatten. Das war ja eigentlich alles relativ in Ordnung. Und ich hoffe, die neuen Werte bringen uns einfach ein bisschen weiter. Tja, schauen wir mal, was Saitama diesmal so drauf hat. Ob er den russischen Bären im Ring auch so umkloppen kann. Ja, sieht bisher ganz gut aus. Oh, sieht sehr gut aus. Schöne Super-Kombo hier. Ja, da, holy crap. Ich wollte gerade sagen, hat sich das Trainieren gelohnt, aber... Wenn wir natürlich auf die Bretter geschickt werden, ist das nicht ganz so optimal, aber hey. Ich hoffe, das reicht trotzdem. So, wir haben ein bisschen Ausdauer zurückgewonnen. Eigentlich müsste das reichen. Ich meine, nur 22 Leben. Ja, sauber. So, Russland, den russischen Bären quasi auf die Bretter geschickt. Du hast es geschafft. Dein Vater wäre stolz auf dich. Ich bin es jedenfalls. Du hast Ivan Gief geschlagen und die Medaille zurückbekommen. Was wirst du nun tun? Ja, wir haben das nächste Ziel erreicht. Ivan Gief besiegt, du hast deinen Freund gerecht. Und das Medaillon geschnappt. Jetzt kannst du endlich nach Hause kommen. Oh, sehr schön. Endlich raus aus Russland, ey. Vielen Dank für alles. Jetzt muss ich zurück nach Hause und den Mörder meines Vaters finden. So, wir haben das Medaillon, die eine Hälfte des Double Dragon Medaillons haben wir. Hast du schon mal dran gerubbelt? Ich rubbel nur in anderen Sachen, Freunde. Glückwunsch, ich habe bereits in der Zeitung von deinem Sieg erfahren. Es war nicht leicht. Ich habe nur mit Ivans Hilfe gewinnen können. Jetzt hast du die Medaille und was noch wichtiger ist, du hast bewiesen, dass du ihr würdig bist. Ich habe außerdem noch mehr über die Macht der Medaille erfahren. Es sollte noch eine zweite Hälfte der Medaille geben. Wenn ich sie finde, finde ich auch den Mörder meines Vaters. Oh, ich habe übrigens gute Nachrichten. Während du in Russland warst, habe ich deinen Bruder ausfindig gemacht. Er lebt in einem Warenhaus auf der anderen Seite des Flusses. Du erkennst ihn an seiner schwarzen Maske. Und dem Stroh in der Ecke. Ach du meine Güte, mein Bruder. Ich sollte ihn sofort aufsuchen. Okay, wir kennen ihn an der schwarzen Maske. Ist das irgendwie... Besuchen wir einen SM-Club oder was findet jetzt hier statt? Warenhaus am Ufer. Das hier, ne? Das ist die verlassene Lagerhalle. Das muss aber sein. Gehen wir mal zu Fuß darüber. Das ist doch nicht. Bin ich doof? Oh, das ist unser Bruder. Hallo, Bruder. Leider bin ich dein Bruder. Und ich hasse dich. Du bist schuld am Tod unseres Vaters. Wärst du schneller gewesen, hätten wir entkommen können. Und Vater wäre noch am Leben. Wir waren Kinder. Vater hat sein Leben für uns geopfert und jetzt sollen wir zusammenarbeiten, um seinen Mörder zu fassen. Nein, das mache ich allein. Ich werde der Champion der Ultimate Liga und werde auf die geheimnisvolle Insel eingeladen.
Okay, also unser Ziel ist, die geheimnisvolle Insel zu betreten. Ich werde auch eine Einladung bekommen. Man sieht sich auf der Insel. Das heißt, okay, Mick kann uns helfen, die Einladung zu bekommen. Mick, ich weiß jetzt, wer meinen Vater getötet hat. Ich muss zur Inselmeisterschaft eingeladen werden, um ihn zu treffen. Ich habe von diesem Mann in Schwarz gehört. Alle 4 Jahre versammelt er die besten Kämpfer der ganzen Welt. Auf seiner Impfinsel kämpfen sie gegeneinander, um herauszufinden, wer der Beste ist. Doch bis zum heutigen Tag konnte noch niemand den Mann in Schwarz besiegen. Also muss ich ein offizieller Weltmeister sein, um die Einladung zu bekommen? Du hast eine Profikarte. Nichts hält dich davon ab, deine Profikarriere zu beginnen. Da gibt es nur ein Problem. Du wirst es in der Welt des professionellen Boxens sehr schwer haben, wenn du keinen Manager hast. Warum denn? Dein Ruf ist sehr wichtig, weißt du? Wenn du nicht beliebt bist, wird niemand gegen dich kämpfen wollen. Natürlich wird dir ein Manager nicht helfen können zu gewinnen, aber er kann dir bei deiner Beliebtheit helfen. Ach so. Ich wüsste da jemanden, er heißt Ding Kong und er sucht gerade nach einem neuen Star. Ich arrangiere ein Treffen. Denk dran, ohne seine Hilfe kannst du kein Champion werden. Roger, Roger. Okay, wir sollen, wie ist es, Ding Kong, Don King, kennenlernen. Ja, dann tun wir das mal, ne? Können wir jetzt, okay. Ja, gehen wir mal zu Fuß darüber. Willkommen, Mick hat mir schon von dir erzählt. Komm näher. Ich bin Ding Kong. Ich bin der Typ, der Champions aus Schwächlingen wie dir macht. Okay, der Vertrag ist besiegelt. Wir sind jetzt in seiner Gewalt. Autsch. Zeig mir dein Bizeps. Nicht beeindruckend, aber hey, ich liebe Herausforderungen. Ich habe Aufnahmen von deinen Kämpfen gesehen und meine russischen Freunde haben ein gutes Wort für dich eingelegt. Das ist gut. Die Leute lieben Geschichten von Nichtsnutzen, die an die Spitze kommen. Aber ich bin kein... deine Aussprache ist schlecht. Am besten bist du einfach still. Ich glaube, wir haben alles Nötige besprochen. Unterschreib noch hier, hier und hier. Und dann kann die Show losgehen. Aber ich... Du wirst hier wohnen. Ich habe einen Trainingsraum im Keller. Deine Freundin kann auch mitkommen. All inklusiv. Du kannst schreiben, oder? Dann unterschreib schon. Ich sollte das tun. Er ist verrückt, aber er scheint zu wissen, was er tut. So, wir haben den Vertrag unterschrieben. Großartig, dein Erfolg in Russland hat dich schon ein wenig bekannt gemacht. Aber das ist nicht genug. Wir sollten an deiner Zukunft arbeiten. Ich habe hier alles aufgeschrieben und vergiss nicht, dass du ein Kämpfer bist, also musst du ständig trainieren. Mein Koch wird dir dein Essen zubereiten. Das ist natürlich nicht kostenlos. Ich werde es jeden Tag in Rechnung stellen. Und laut Vertrag schulde ich dir eine Vorauszahlung. Also, auf geht's. Denk dran, dass ich immer hier bin, also komm zu mir und wir reden über den nächsten Schritt. Okay, also wir sollen alle Gegner auf dem Weg zur Weltmeisterschaft besiegen. Ja, bevor wir uns hier um den Koch kümmern, würde ich fast sagen, wir gehen mal in den Keller, gucken uns mal den Trainingsraum an. Oh, die Vorauszahlung war natürlich nett, ne? Oh, warum haben wir nochmal damals die Trainingsgeräte gekauft? Wenn ich auch hätte hier trainieren können. Das ist ja nahezu absurd, ist das ja. Guck dir das mal an. Also hier habe ich aber tatsächlich alles zur Verfügung, was ich irgendwie brauche. Ja, während Saitama hier ein wenig schwitzt, habe ich mal einen schönen Schluck genommen. Ja, und jetzt geht so ein bisschen der Grind wieder los, ne? Gut, das soll uns für den Moment nicht zu sehr stören. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie sich das hier entwickelt mit diesem neuen Dream Team, sag ich mal fast. Mit unserem Manager. Wenn wir so ein bisschen unsere Stats steigern, vielleicht kriegen wir auch schon direkt einen Kampf. Also ich finde ja eigentlich, statsmäßig dürfen wir eigentlich relativ gut dabei sein, denke ich fast. Also können wir uns eigentlich auch weiterhin für... Ah ne, hier. Okay, momentan 6. Platz. Okay, das heißt, wir müssen die ganzen Leute... Guck mal, Ken, Rio, Hulk Hogan, Bruce Almighty... Bruce Lee ist das? Modern Mike, wer ist der Modern Mike? Das weiß ich tatsächlich nicht. Okay, also mehrere Gegner, die wir platt machen müssen.
das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich würde sagen, wir gehen mal hoch. Mal gucken, was unser neuer Papa zu sagen hat. Ich nenne jetzt einfach Papa. Der gute Ding Kong. Oh, guck dir das mal. Holy shit. Hier öffnet sich gerade ein ganz neues Spiel. Dein Ruhm muss, okay, X Sterne beantragen, um den nächsten Kampf zu organisieren. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, läuft also über Ruhm ab. Also wir brauchen 350 Ruhm. Oh, das kostet Geld. Das heißt, wenn ich einen Film, eine Party schmeiße, oh, okay. Das ist natürlich die Frage, was ist am effektivsten? Das gibt's, warte mal, das kostet 200, dafür kriege ich 100 Sterne. Das machen wir, drehen mal, achso. Ah, okay, die, das ist natürlich geil, dass wenn wir einen Film drehen, dass das hier auch mit Kampfsig. Ah, das ist ja super cool gerade. Das motiviert mich fast wieder ein wenig, das Spiel zu spielen, nachdem ich so ein bisschen dachte, oh, vielleicht kommt es jetzt zu einem riesigen Grind. Das ist ja mal gerade richtig geil. Nice. Das ist ja mal ein großer Filmstar, wir wären der neue Rocky. Nur in echt und so. So, willst du weiterkämpfen oder deinen Preis nehmen und gehen? Wenn du verlierst, bekommst du gar keinen Preis. Ah, okay. Das heißt, wenn ich weiter... Oh, okay. Je mehr ich also... wir machen weiter, ne? Komm. Alien Nummer 2 muss dran glauben. Weil momentan sind die ja hier gar kein Problem. Das heißt, erst... Boah, guck dir das mal an, ey. Also, jetzt erstmal kämpfe ich hier weiter. Wär doof, wenn ich es nicht machen würde. So, wir haben jetzt schon mal verdient, also die 200, was die wir bezahlt haben, ja. Wir haben 200 bezahlt und die kriegen wir schon wieder raus. Wir kriegen 10 Skillpunkte und 50 Ruhm. Ich mach weiter. Oh, sie sind fast so ein bisschen wie damals beim Zong, ne? Nehmen Sie Tor 1, nehmen Sie Tor... Oh. Nehmen Sie Tor 2 oder, hören Sie auf oder bewerben Millionär, wo man sich entscheidet, gehe ich auf die 100.000 Euro Frage oder gehe ich die sichere 32.000? Okay. Ja, momentan sieht das alles ganz gut aus. Ich denke, wir werden auf jeden Fall noch einen Kampf hier nachmachen, auch wenn der schon ein bisschen schwieriger war, der Kampf. Ja, es geht nämlich von meinem Lebensdauer. Ich will noch einen weitermachen, dann kriegen wir zumindest 200 Ruhm. Mal gucken. Oh, 23 Ausdauerregeneration. Ja, das könnte schon ein bisschen heftiger werden, aber hey. Wir versuchen mal unser Glück. Also, solange das so gut aussieht. Ist natürlich auch, muss ein tierisch geiler Film sein, ne? Wo ein Alien ankommt und erstmal von einem Boxer in Boxershorts verprügelt wird. Machen wir weiter? Ich bin gerade echt am Überlegen. Machen wir weiter oder cashen wir out? Da sind noch zwei Kämpfe, ne? Wie schwer kann es sein? Oh, das könnte sehr scheiße. Jetzt muss ich einen Kampf machen, ne? Ich glaube, das war nicht so super clever. Ich hätte vielleicht aufhören sollen. Ja, wenn wir treffen, dann sind wir natürlich gut dabei. Also wir machen natürlich auch mehr Schaden als er. Aber es ist meine Ausdauerlei. Aber ist die Frage, machen wir einen letzten Kampf oder machen wir einen letzten Kampf nicht? Boah, ich muss echt darüber überlegen, wenn ich jetzt verliere, kriege ich gar nichts. Cause I want it all. Komm. YOLO, ey. YOLO! Gib dem Xenomorph auf die Fresse, Saitama! Oh oh. Oh oh. Das war keine gute Idee. Komm, Saitama, bitte. Lass mich nicht im Stich, ey. Bitte, Saitama. Schlag ihn einfach nieder. Das wird sehr, sehr knapp. Bitte, Saitama, schlag ihn einfach nieder, ey. Ich will nicht... Ja, komm. Jetzt noch ein Treffer, ein Treffer. Boah, ey, sowas von knapp. 9 Lebenspunkte, das war echt sehr knapp. Aber wir haben es geschafft. Wir nehmen den Preis. Huh. Du hast den Ausdauerkampf beendet und bekommst eine Belohnung. Und damit haben wir tatsächlich schon das erste Rufziel erreicht, wenn ich alles täuscht. Wir können uns mal angucken, wenn wir mit Don King reden. Ding Pong. wir sehen es nämlich, wir haben schon den ersten Kampf hier freigeschaltet, aber den mache ich natürlich jetzt nicht, weil wir haben keine Ausdauer, keine Lebenspunkte mehr. Das ist natürlich interessant. Also echt, also es gefällt mir gut. So, wir gehen mal was essen kurz, mal gucken, was uns das kostet. Wir haben nämlich eine ganze Menge Kohle gemacht hier. Ist natürlich geil, dass uns der,
Mal gucken. Ich glaube, wir legen uns auch mal hin. Ich denke, hier ist das Bett. Dass wir jetzt hier alles... Also das mit der Wohnung finde ich schon ein ganzes Stück besser als Russland hier. Zumindest auf den ersten Blick. Wobei es natürlich ein bisschen merkwürdig ist, dass wir uns da ins Bett legen und hier Don King sitzt da rum und sein Koch steht quasi in der Küche und begafft uns dabei. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, gehen wir noch was essen. Naja, am Ende des Tages kriegen wir die Rechnung, hat er gesagt, ne? Was kosten denn hier die Steaks? Steht gar nicht bei, ne? Au, aber, mein Gott, Kaviar. Boah, sagen wir mal so ein schönes Truthahn. Oh, komm hier. Truthahn. Oh, lecker. Geil. Geiles Ding. Sollen wir ein bisschen trainieren? Und ich denke, da machen wir den Kampf gegen Mad Mike, oder wie er hieß. Magic Mike. Oh, könnte das gewesen sein? Was, Magic Mike? Ja, das ist ja, wie gesagt, gekappt momentan, die Stärke. Die muss ich nicht steigern. Ich werde also diese beiden Werte steigern. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf. Wobei, ist mir nicht so zentriert genug. Wir gehen mal auf das da, wobei... Was macht denn nochmal Geschick? Die Stange, ne? Ich glaube, die Stange macht Geschick. Ja, die beiden sind in Ordnung. Wenn ich für die beiden was kriege, damit kann ich leben. Wobei, jetzt sollte ich nicht in den Kampf reingehen, weil meine Gesundheit ist immer noch relativ down. Das heißt, wir trainieren jetzt einfach mal ein bisschen. Muss auch mal sein. So, ein bisschen aufs Laufband. Ja, ich muss zugeben, nachdem ich das Spiel echt fast so ein bisschen verloren hatte jetzt in Russland, weil ich das sehr stupide fand, finde ich, es macht jetzt hier tatsächlich wieder einen relativ guten Eindruck. Und in den Kommentaren wurde letztes Mal gepostet, ich glaube, es war der André Hoffmann, der gesagt hat, wenn du nur eine Folge pro Woche machst, wirst du noch ein ganzes Stück beschäftigt sein, denn das Spiel ist tatsächlich, warte mal, da hier bitte, ist tatsächlich sehr umfangreich noch und wir sind wohl noch ein ganzes Stück entfernt vom Ende. Ich meine, wir müssen das eigentlich hier in der Story-Komponente sehen, wie weit das noch nach hinten geht. Wenn wir sind jetzt hier. Also so weit können wir nicht weg. Gut, wir sind noch mindestens 6 Kämpfe weg und dann kommt die Insel. Und wir haben natürlich noch diverse Nebenhandlungsstränge, aber also für mich sieht das jetzt nicht so super weit aus, aber vielleicht geht es da hinten auch noch weiter. Weiß der Geier. So, wenn jetzt so gut es geht, weil wir könnten, nee, dopen wollte ich nicht, aber wir könnten ja, und da habe ich gar nicht dran gedacht, wir könnten natürlich auch mal wieder Adrian und Roy besuchen und uns da Trainingshilfe holen. Das Ding hier nimmt schon ab. Da. Das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir gleich was essen. Ich bin mal gespannt, was da für eine Rechnung auf uns zukommt. Ich glaube nicht, dass uns dieser Ding-Pong uns hier so einfach macht. So, gehen wir mal hoch, gehen wir mal was essen. Ist die Frage, kann ich überhaupt nach Hause gehen? Könnte ich. Ich könnte also nach Hause gehen. Ah, hier ist Adrian. Hey Adrian, ich bin wieder da. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich bin froh, dass du hier bist. Ja, wo ist dein Bruder? Ich habe Roy gerecht. Was? Er mochte dich so sehr. Du hast ihm so viel bedeutet. Jetzt kannst du sicher sein, dass ich nirgendwo mehr hingehe. Sekunde. Wann? Ich habe einen Vertrag unterschrieben. Ich will ein Haus haben und viel Geld verdienen. Willst du bei mir wohnen? Ohne dich wäre es nicht dasselbe. Natürlich will ich das. Ich bin so glücklich. Sekunde, wann ist Roy gestorben? Spinnt meine Erinnerung jetzt so? Kann das sein, dass das irgendwo hier passiert? Bei einer der Sachen, die ich nicht gemacht habe bisher? Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass Roy gestorben ist. Roy ist nicht gestorben. Also hier wird sich auf irgendeinen Handlungsstrang berufen, den wir scheinbar nicht hatten. Und ich vermute, das ist der hier. Weil wir haben ja hier nie weitergemacht mit Big Bobo, wo sich ja 3 Möglichkeiten ergeben. Da haben wir nie weitergemacht. Das ging ja von Roy aus. Roy hat uns Tyler vorgestellt, Tyler hat uns Mickey vorgestellt und ich denke fast, das ist eine Sache, die sich hier entwickelt.
Aber ich wollte ja nie machen, weil ich gesagt habe, Saitama geht keine Geschäfte mit Unterweltbossen ein. Das ist natürlich jetzt echt merkwürdig. So, übrigens, unser Haus ist weg, merke ich gerade. Na gut, dann gehen wir zurück zur Villa. Wir haben jetzt den Trainingsboost, glücklicherweise. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich wie so ein Irrer noch mal ein bisschen trainieren. Oh, guck mal, Adrian sitzt da auf der Couch. Essen wir mal ein bisschen Fleisch. Wir hauen uns noch ein bisschen was rein. Ein bisschen Energie holen wir uns auch zurück. Boah, wenn es im echten Leben nur so einfach wäre. So, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen trainieren. Wobei, können wir gleich ein bisschen Knickknack machen, aber nicht im Training, ne? Nicht im Training. So, ich steigere das ein wenig, weil... Ach, verdammt, das ist schon am Abnehmen erst. Dann gehen wir halt daran. Wir haben ja genug Möglichkeiten. So, unsere HP ist fast ganz hoch. Das heißt, ich kann tatsächlich gleich den Kampf angehen. Er will jetzt nur die Werte wieder ein bisschen steigern. So, 4 fehlt nicht mehr. Ich habe natürlich keine Ahnung, was die Werte dann wirklich wert sind in so einem Championship-Kampf, aber hoffen wir einfach mal das Beste. So, okay. Auf geht's. Auf geht's. So, gegen Modern Mike. Okay. Hat eine relativ hohe Energieregeneration. Also von den Werten her ist ja nicht schlecht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Also bisher... Oh. Ich muss sagen, bisher mussten wir uns vor keinem verstecken. Nice. Das geht schon mal gut los. Bisher mussten wir uns vor keinem verstecken und auch die letzten Kämpfe liefen ja eigentlich relativ gut. Und wenn wir ihm jetzt relativ schnell seine Ausdauer klauen, macht das die Sache natürlich ein ganzes Stück besser. Weil je häufiger er down geht, umso empfänglicher ist er natürlich für mehr Schaden. Ja, sauber. Dann haben wir eigentlich den... Oh, nice. Oh, holy shit, das gibt 1000. Hohoho. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Tja, damit haben wir den ersten Kampf abgeschlossen. Wir haben tatsächlich wieder einen neuen Skillpunkt verdient. Irgendjemand sagte in den Kommentaren, ich soll doch mal gucken, dass ich mir mehr defensive Talente kaufe. Tja, das ist natürlich schwierig. Ich meine, aktive Talente haben wir tatsächlich sehr viel. Das macht keinen Sinn mehr, die zu kaufen. Defensive macht tatsächlich mehr Sinn. Was kommt denn hier hinten? Hier hinten kommt Motivation. Du hast 50% mehr Stärke. Und das ist Berserker. Du hast 30%. Oder, okay, also wenn wir auf 30% Gesundheit sinken, machen wir 30% mehr Schaden. Das ist eigentlich ganz nett. Nein, das ist schon wieder was ich gar nicht lernen möchte. Das ist jetzt die Frage. Wir können natürlich mal in dem Haupttree gucken, ob hier noch was Spannendes drin ist, was uns vielleicht ein bisschen was bringt. Was Meister habe ich gelernt, ne? Es könnte natürlich Sinn machen, vielleicht die Talente hier einzuloggen, aber dann müsste ich tatsächlich einem der Trees komplett folgen und das ist mir echt ein bisschen zu viel. Weißt du was, wir, warte mal, Knochenhart. Reduziert das Geschick, das, oh, das ist ein netter Modifikator. Aber das ist ein aktives Talent wieder. Das gefällt mir schon wieder nicht. Ja, Erschöpfer ist immer noch eine coole Sache, aber wir klauen unserem Gegner jetzt eh schon so viel. Ja, ich denke, wir... Sandy, schaffst du noch eine Runde? Du erhältst 20% mehr Stärke beim Training. Komm, wir machen das. Falls wir mal richtig auf den Sack kriegen, lernen wir das. So. Okay. Ja. Das ist in Ordnung. So, was macht Adrian hier eigentlich? Können wir mit der reden oder was passiert jetzt hier? Achso, okay. Ja, dann würde ich mal gucken, was uns erwartet. Also wir müssen... Oh, wir müssen jetzt 800 Ruhm haben. Das ist natürlich schon ein bisschen krass. Ich meine, wir können eine Party schmeißen. Komm, schmeißen wir mal eine Party für $500. Yeah, lass... Achso, hier ist mal quasi das, was vorher arbeiten war, ist jetzt sowas hier. Okay, das ist natürlich ganz geil. Können also eine Party schmeißen und
Das erschöpft uns zwar, aber gleichzeitig bringt uns das auch 150 Ruhm. Das ist ja gar nicht mal so super übel. Das heißt, wenn ich jetzt hier im Grunde nochmal diesen Film drehen machen würde, dann würde ich die 300 kriegen und wäre schon für den nächsten Kampf bereit. Ist gar nicht so super schlecht. Aber wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich finde, das ist eine gute Zeit, um einen Cut zu machen. Hier geht's nächste Folge weiter. Vielleicht werde ich abseits des Videos ein bisschen weiter trainieren für die Stats. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter.